Keiner weiß, wie groß die Höhlen von Kraz Man Gul eigentlich sind, kann es sein, dass wir ja einige Zeit zubringen werden. Halten Sie das durch, Herr Elf. An Zeit habe ich genug, Herr Zwerg. Ihre Sorge ist unbegründet. Nicht, dass Sie später rumjammern, weil Sie eine Blase am Fuß haben. Nun gehen Sie mal nicht gleich vom Schlimmsten aus. Ich bin im Höhlenbetreten durchaus erprobt. Ach so. Müssen Sie nicht dringend einen Baum besingen oder auf einer rosa Wiese Lust wandeln. Sie halten das Aufwärmen von Klischees für geistreich, das ist goldig. Sicher nehmen Sie es mir nicht persönlich, wenn ich einige Ihrer Bemerkungen wörtlich zitiere und der Hauptfigur meines Romans in den Mund lege. Ich gehöre nämlich jener Sorte Schriftsteller an, deren Inspiration von der Beobachtung ordinärster Randzivilisationen geweckt wird. Das treibt mich zu Recherchen für meine Werke gelegentlich in die absurdesten Winkel unserer Welt. Das ist ja interessant. Wie genau nun planen Sie denn, die Unmengen an grotesken Aufgaben abzuarbeiten, die Ihnen Ihr werter Herr Zwergenhäuptling aufgebrummt hat? Ich gehe die Liste von oben nach unten durch, Herr Elf. Wie es aussieht, sollen Sie die Höhlen von allen Übeln befreien, die sich in den letzten 6 Jahrtausenden hier unten angesammelt haben. Ihnen ist klar, dass Ihr Häuptling sie aus irgendeinem Grunde loswerden möchte. Ja, es ist schon nicht ganz ungefährlich, aber der Lohn ist alle Mühen wert. Für die Hand seiner schönen Tochter würde ich 100 solcher Höhlen ausmisten. Sagen Sie mir nicht, dass das dieses dicke Mädchen war, das uns am Eingang verabschiedet hat. Diese verblödenden Kosenamen hat es Ihnen doch nur gegeben, weil es ihren richtigen Namen vergessen hat. Ganz offensichtlich betrügt es sie mit dem schlachsigen Flötenspieler, den es mitgezerrt hatte. Seien Sie doch nicht so naiv. Nein, die sind nur Freunde. Glauben Sie ruhig jemanden mit Erfahrung, Herr Zwerg. Ich habe schon alles gesehen. Ach, ihr Elfen werdet ja so dämlich alt. Wie alt sind Sie denn? 1 Billiarde Jahre, wenn man großzügig abrundet. Oh weh, Sie haben wirklich schon alles gesehen. Und das Millionenmal. Was bietet dann das einem arglosen Zwergen auf den Sack gehen so erfrischend Neues? Eine berechtigte Frage. Tatsächlich gelte ich wegen meiner Begeisterung für das Schreiben über primitive Völker bei den meinen als ein Sonderling, mit dem man nicht allzu viel zu tun haben möchte. Übertragen auf Ihr Volk könnte man mich mit jemandem vergleichen, der es faszinierend findet, kunstvolle Figürchen aus Kot zu kneten und andere aufdringlich an seiner Sammlung teilhaben lassen möchte. Was heißt denn Sonderling? Wenn man ganz frischen Kuhmist nimmt und gleich kräftig durchknetet... Vergessen Sie den Vergleich, Herr Zwerg. Mir fällt gewiss in einigen Minuten ein besserer ein, der Ihnen die Abscheu der anderen Elfen vor mir fühlbar macht. Die Spannung zerfrisst mich. Hier geht's lang. Aha. Was ist denn der erste Punkt auf Ihrer Liste? Die Orks von Kraz Man Gul sind offenbar im Besitz einer Geheimwaffe und planen einen Angriff auf unser Dorf. Und Ihre Aufgabe ist es sicherlich, diese Waffe zu stehlen und gleichzeitig möglichst viele Orks ihrer letzten Bestimmung zu übergeben. Das ist aber gar nicht so leicht. Jeder Ork hat nämlich seine schlechte und seine gute Seite. Da muss man immer erst mal gucken. Die moralische Relativierung steht Ihnen nicht übel, Herr Zwerg, doch warne ich vor. Der plötzliche Eindruck von Dualität mag sich hier wie eine tiefgreifende Erkenntnis anfühlen. Langfristig wird sie sich aber als eine oberflächliche entpuppen. Nein, nein, ich meine das ganz wörtlich. Die können immer irgendetwas gar nicht und dafür irgendetwas anderes verdammt gut. Die Kunst ist es, bei jedem Ork so schnell wie möglich die persönliche Schwachstelle zu erkennen und auszunutzen, bevor er einem mit seiner speziellen Fähigkeit zuvorkommt. Ah ja, erproben wir Ihre müde Hypothese doch an dem Ork dort drüben. Er scheint auf jeden Fall schon mal ein Meister des Knüppelkampfes zu sein. Sehen Sie nur, was für inspirierte Skulpturen er damit aus den Felsen haut. Ich kann keine Schwäche an ihm erkennen. Er ist in guter Form. Dann eben ein Überraschungsangriff aus dem Hinterhalt. Ha! Wenn Sie so schreien, gehen Sie des Überraschungseffektes verlustig, Herr Zwerg. Von Hinterhalt kann dann keine Rede mehr sein. Er hat sich gar nicht verteidigt. Er hat mich nur müde angesehen, als ich auf ihn zugerannt bin. Seine Schwäche bestand offenbar in einem enormen Motivationsdefizit. Enorm ist untertrieben. Vielleicht verständlich, wenn man sieht, wofür die anderen Orks seine Werke missbraucht haben. Ein verkanntes Genie seiner Zeit. Übrigens werden wir attackiert. Keine Sorge, es wird uns nichts geschehen. Warum nicht? Was hat er denn? Die Schwäche dieses Exemplars besteht wohl in der ungeheuren Langsamkeit seiner Bewegungen. Bedauerlich. Dann werden wir wohl nie erfahren, was seine ganz besondere Stärke war. Bei allen Bäumen! Schnell! Wir müssen uns die Nasen abschneiden! Hören Sie auf damit! Schlagen Sie ihn tot! Oh nein! Weg, hier, weg! Dass wir so schnell auf zwei solch mächtige Orks trafen, kann durchaus bedeuten, dass die Geheimwaffe sich in der nächsten Nähe befindet. Und da hinten steht auch schon eine kleine Kiste, Herr Zwerg. Sehen Sie nur. Oh, tatsächlich. Und sie wird bewacht von dem Ork mit der wohl spektakulärsten und unschlagbarsten Stärke aller Zeiten. Dieses Prachtexemplar ist ganz gewiss unser Untergang. Glück für uns, Herr Zwerg, dass seine Schwäche darin besteht, dass er nicht existiert. Wir haben mehr Glück als Verstand. Wenn das Ihr Humor sein soll, dann wird das aber eine traurige Reise, Herr Elf. Voran, Herr Zwerg, bemächtigen Sie sich der Geheimwaffe. Sie ist verschlossen. Haben Sie ein Brecheisen? Nein. Vielleicht ist in der Kiste eins. Sie war gar nicht so, ich habe nur Spaß gemacht. War doch lustig. Bin ich jetzt erschrocken. Ah, jetzt war sie mir blöd aus. Oh Mann, der eine ist so voll klein und fett und der andere voll lang und dünn. Ah. Ich bin nicht fett. Nein, du bist schlank und schön wie ein Reh. Nichts für ungut. Das nennt man kräftig gebaut. Jo, und deine süßen Titten sind bestimmt Muskeln, stimmt's? Meine was? Hey, Fettsack, wenn du so neben dem Dünnen stehst, dann seht ihr zwei aus wie ein großer Penis mit Sack. Ich bin zutiefst beeindruckt. Der Penis spricht! Ihr Häuptling wird begeistert sein, diese Waffe in Händen halten zu können. Hey, Penis, Penis, Penis! Beug dich mal schlaff über den Fettsack und dann richte dich ganz langsam auf. Wir sagen einfach, die war schon tot. In Ordnung? Ist mir doch egal, wie Sie sich vor Ihrem Häuptling rechtfertigen. Mir kann es im Gegenteil nur lieb sein, wenn Ihnen möglichst wenig gelingt. Der Konflikt ist die Seele der Geschichte, Herr Zwerg. Ich erzähle Ihnen gleich mal eine. Übrigens, stellen Sie sich einen Zwergen vor, der es liebt, tellerweise Spinnentiere zu verspeisen, bis er sie in grauen Klumpen wieder hervorwirkt, diesen Brei erneut zu vertilgen, bis er ihn als Durchfall wieder ausscheidet, dieses Produkt dann kraftvoll in seine Augen zu kneten, bis sie vor Entzündung eitern und bluten, und allen anderen lautmalend formulierte, stundenlange Balladen über diese Erfahrung vorzusingen. Was ist denn nur mit Ihnen los bei allen Bergen? Ich versprach Ihnen vorhin einen einprägsameren Vergleich, wie ich von meinem eigenen Volk wahrgenommen werde. Bin ich über das Ziel hinausgeschossen? Weit!